feel paralyzed. Hallo Leute, heute habe ich einen besonderen Gast dabei, Serdjan Lakic, den ehemaligen ersten Bundesligaspieler und fast Torschützenkönig. Er hat gespielt, fast, wo hast du überall gespielt, in welchen Mannschaften? Ich habe gespielt Hertha BSC, Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, Hoffenheim und zum Schluss Paderborn. Paderborn, genau, wo wir jetzt auch gerade sind, in der Fighter Academy Song. In Paderborn. Wie hast du es geschafft oder wo kommst du überhaupt her und wie hast du es geschafft, so hoch zu kommen? Wie habe ich es geschafft? Weiß ich selber nicht, wie ich es geschafft habe. Ich habe eigentlich nie damit gerechnet, dass ich so weit komme, dass ich eines Tages Bundesliga spielen werde. Aber ich war fleißig, ich habe trainiert, ich habe immer daran geglaubt und dann auf einmal lief es schnell. Und, das Beste gegeben, ja, das Beste rausgeholt. Genau, das Beste rausgeholt und dann, wo ich gesehen habe, dass ich schon die Fähigkeiten habe, um was zu erreichen, habe ich natürlich mich daran gewidmet, Gas zu geben, Maximum rausholen und habe ich versucht, das Beste. Hast du dich auch alleine auf den Weg gemacht, bis hierhin gekommen, hast Kroatien verlassen? Habe ich. Ich muss sagen, alles in meiner Karriere ist wirklich selbst harte Arbeit. Das ist das, was mich stolz macht. Da hast du auch viele Sportler hinter dir gelassen, die vielleicht noch in anderen Bereichen. Ja, eigentlich. Mehr Fähigkeiten. Viele Sportler, selbst in meiner Jugend, die viele talentierter als ich waren, die eigentlich auch besser waren. Aber ich sehe das auch nicht so jetzt extrem besser. Was heißt besser zu sein? Jeder hat gewisse Fähigkeiten, muss man. Die gut ausnutzen können und dann geht es. Genau. Ich denke, Fußball, wie viele anderen auch, das ist Ergebnissport. Am Ende die Fakten sprechen für sich. Wie gut du das schaffst, so gut bist du am Ende. Es zählt, was du erreicht hast, wo du gespielt hast und Erfolge, die du gefeiert hast. Das ist, nicht nur Fußball, das ist sondern auch in allen Sachen ist es bestimmt so und auch in anderen Sportarten. Dass man erst vielleicht im Kopf da sein muss. Und dann, der Körper folgt immer dem Geist. Wenn man daran glaubt und wenn man an sich arbeitet, dann kann man immer noch ein höheres Niveau erreichen und über sich hinaussteigen. Ob es jetzt Fitness ist, ob es Kampfsport ist oder Fußball oder sonst irgendeine Sportart. Wenn man es schon im Kopf geschafft hat und an sich glaubt, dann geht man auf den nächsten Schritt und versucht einfach noch besser zu werden. Oder was denkst du über die Sache? Oder denkst du wirklich, dass man nur tagtäglich trainiert und auch mit der Einstellung, oh, ich werde es niemals schaffen? Nein, ich denke, entscheidend ist, das hat mich auch immer ausgemacht. In den entscheidenden Momenten konnte ich die richtigen Leistungen abrufen. Und auch unter Druck, ne? Genau, oft war ich nicht auf der Ebene, aber dann, wo es um etwas ging, habe ich mein Bestes gegeben und dann konnte ich entweder dominant sein oder gute Sachen zu liefern und das hat meine Karriere dann auch geprägt. Ich hatte auch viele schlechte Momente in der Karriere, schwierige Momente, viel mit Verletzungen und Schmerzen zu kämpfen, aber es ist immer wichtig, das habe ich mir immer so gesagt, wenn es drauf ankommt, in wichtige, es kommen deine Momente und wenn die Momente kommen, dann musst du da sein, musst du dein Bestes ergeben und das habe ich versucht so zu schauen. Und sowas merkt man auch an Top-Sportler, dass es nicht nur Talent ist. Ich trainiere Serdjan jetzt. Oder Silvester, der Trainer, der macht jetzt länger mit dem Kickboxen. Was ist länger? 3-4 Wochen, aber man merkt, er ist ein Top-Sportler. Das ist nicht nur so, dass er Fußball hochkommt. In 3-4 Wochen, er lernt extrem schnell und alles, was man ihm sagt, und versucht das direkt umzusetzen. Man merkt einfach, dass er Erfahrung hat und weiter ist. Es ist jetzt nicht nur das Fußball oder das Talent, was er darin hat, er kann das auch auf andere Bereiche übertragen. Und das ist extrem wichtig, dass man in jedem Lebensbereich guckt, auch wenn da schon bessere sind, nicht zu sagen, oh nee, da komme ich niemals hin, sondern wirklich, okay, neues Ziel drauf fokussieren und dann voll dahinterher gehen und das dann auch schaffen. Ich sage nur, Wiederholung ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, was ich jetzt nach der Karriere sagen kann, man muss schlau sein, weil Vielzahl ist nicht immer das Entscheidende, sondern Qualität. Qualität. Man muss trotzdem Qualität behalten und zusehen, dass man schadenlos bleibt, weil am Ende Verletzungen werden halt schon zurück. Genau, darfst du deine Vorteile nicht unnötig verlieren und gesunder Sportler, fitter Sportler ist immer der beste Sportler und
Verletzungen und so, das ist das Schlimmste im Sport und man muss schlau trainieren und natürlich ist wichtig Besessenheit, ja. Wenn du etwas wirklich willst, wenn genau. Du das mit dem ganzen Geist ja, machst, das ist dann kommst du viel schneller weiter, als wenn du das einfach so automatisch machst. Und aber auch immer lernbereit sein, wenn man sieht, einer kann was, sondern nicht irgendwie verharren auf seiner Methode, sondern wenn eine Sache wirklich besser ist, dann soll man sich das auch eingestehen und gucken, dass man auch das, was er weiterbringt, vielleicht aufnimmt und alles andere dann wieder... Weiß ich, mein Motto war so immer in der Karriere, ich habe versucht, auf dem Platz wirklich so selbstbewusst zu sein, es geht. Und wenn der Wettkampf war oder Training, wirklich keinem so... akzeptieren oder keinem zugeben, dass er besser ist, ja, ja. Obwohl die vielleicht besser waren, ja. Aber so daneben dann, wenn das alles vorbei ist, schon Bescheidenheit ist sehr wichtig und mindestens in sich selber wissen, wie schlecht du bist oder wie viel du noch besser werden kannst. Aber dann auf dem Platz mit Selbstbewusstsein auftreten und dann noch durchziehen, ja. Ich hole mir jetzt den Ball, ich schieße jetzt das Tor, ich gehe da jetzt rein, ja, zwei Mal. Genau, wenn das losgeht, immer deine Möglichkeiten suchen und deine Stärken wissen und damit spielen. Ne? Ja, vielen Dank für das Gespräch, Serjan. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Anregungen aufgreifen von so einem Top-Sportler. Und vielleicht seht ihr ihn ja ab und zu hier in einem Video, wie wir ein bisschen kämpfen und wie er mich dann hoffentlich bald auch fertig macht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.